Und willkommen zurück zu Let's Play Lapislazuli 2015. Ich hoffe, diese Woche ohne Probleme. Denn letzte Woche habe ich ja den schönen Fehler gemacht, Outer City. Ach, am Ende war leider erst festgestellt. Ich habe ja sonst immer Folge für Folge aufgenommen. Weil mir einmal zu lästig wurde, habe ich dann die Folgen soweit am Stück aufgenommen. Und dann am Ende die. Ich muss das gleich auf den Ohren machen. Einen Moment. Ah, schon besser. Und hab dann ja alles hier dementsprechend geändert. Zugeschnitten. Und Problem hierbei allerdings war, ich hab dann komplett Bilder auf Audio konvertieren. Und statt ausgewähltes Auswahl zu konvertieren, da hab ich dann eben auch mal die komplette Tonspur mit drin gehabt. Hab das einmal schon mal ein bisschen Spoiler gehabt, dann habt ihr wahrscheinlich auch noch ein bisschen gehört, weil ich zwischendurch gelabert habe, zwischen den Aufnahmen irgendwelches Gelaber oder so. Ich kann mir zumindest vorstellen. Und das wird sich aber ändern, das wird nicht mehr vorkommen. Hoffe ich zumindest mal. Und wow. Jetzt müssen wir gucken, wo wir stehen geblieben. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, also wir haben die Main-Mission gemacht. Mission habe ich, glaube ich, das komplett ausgeschaltet, ne? Keine Mission, okay. Okay. So, jetzt heißt aber erstmal abwarten und gucken, was wir als nächstes machen. Lalalala. Wir sind ja auf die Zuckerrüben am Sparen. 250.000 sind es, glaube ich, gewesen, die wir brauchen. Aha. Du schon ein ganzer Batzen wieder. Oder 250.000 und eigentlich noch hatte ich da einen Hänger dabei oder hatte ich keinen Hänger dabei gerechnet? Mal gerade gucken. Kategorie wählen. Habe ich irgendeinen Hänger dazu vom Preis her? Sieht nicht so, dass es fällt. Nee. Nee, vom Kipper habe ich keinen. Ich muss aber einen Kipper haben. Und dann werden wir lieber hier lieber den Akkuliner. Denn, sagt schnell, die anderen Kipper sind eigentlich ein bisschen arschgroß dafür. Okay, die nicht draufgekippt. Das ist leider das Problem. Ah, da muss ich schon schauen. Soll ich erstmal den nach oben schaffen? Muss ich erstmal den nach oben schaffen? Wenn wir hier ein bisschen vorankommen. Ach komm, ich nehme gleich den Weg hier. Was soll denn hier ganze doofe Rumherfahrerei? Wo wir auch direkt hier oben lang können. Ich würde ja auf eine große Nachfrage warten am liebsten. Ich hätte gerade eine große Nachfrage, damit wir uns das ziemlich schnell leisten können. Und darauf muss auch abgetankt werden. Ja, einen Moment, ich komme sofort. Eine kleine Minuette. Ich muss gerade den hier hochbringen und dann auftanken. Dann hau ich mal der Kollege. Ah, der Kollege ist auch gleich fertig. Haha, Hachschlitze! Perfekt! Ich sag das auch noch nicht kommt. Da muss ich aber eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar werde ich jetzt so machen, ich brauche den Frontlader. So, dann machen wir gerade dazu allererst. Bevor wir überhaupt was anderes machen hier. Das kostet uns ja kein Geld, dass der da wartet. Das ist das Schöne. Und zum Beispiel die Hackschnitzer. Wie viel hat man da jetzt drin? Ja, 84.000. Naja, immer ein bisschen etwas. Ist zwar nicht viel, aber es bringt was. Zumindest kleines Startkapital. So, mal gucken. Wie viel kriege ich dafür? 1.800. Das wäre natürlich ideal schon. Was schauen wir mal gerade. Das sind 48 Tonnen. Mal 1803.
Das sind schon mal 151.000. Da fehlt uns nicht mal viel bis zum ich glaube, Lenkerschaft eventuell noch gerade ein bisschen in die Bäume mache. Gerade, wo ich die Hackschützen wegkriege. Dann hält man nämlich schon alles perfekt zusammen. Und ich denke mal, wird schon machen gerade, dass ich mal hier gerade ein paar Bäume nehme und die Hackschütze verarbeite. Zwar auf die unkonventionelle Methode, aber naja, ich würde einfach machen. Ich muss mal schön einfach die hohen Bäume da hinten abmachen, diese Dinger, wenn ich mal hier den Berg hochkomme. Verdammte Hacke. Aber wie gesagt, erstmal mal das Lager leer. Dafür muss ich allerdings erst einmal den Frontlader haben. Weil mit dem Ding ist es eine Qual, sage ich auch, eine richtige Qual. So. Ich einmal bitte Lader Front, genau. Und dann bitte nach oben. Ich hatte ich zwar letzte Folge erst oben gehabt, aber egal, muss halt nochmal überhaupt drunter glauben. Nützt alles nichts. Okay, es ist zwar voll, aber dann kann ich das jetzt machen. Das hier geht jetzt vor. Geld verdienen geht vor. Aber ich habe auch instant, wirklich instant darauf gehofft, dass da eine große Nachfrage um 14 Uhr kommt. Und schubst, schon ist er da. Was ich noch mal überlegen bin, ob ich nicht besser, sobald die Lager eine gewisse Menge erreicht haben, da Standard verkaufe. Weil ich kann auch nicht alles auf einmal wegkaufen. Die Lager sind dann so dermaßen voll, wenn ich auf große Nachfragen gehe. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Weil ich mache den Preis auch dadurch kaputt, dass ich dann so viel Zeug da reinknalle. Weil ich dann auch erstmal wieder erholen muss, dann hat er dann erstmal Zeit zum Erholen. Ich weiß nicht, absolut nicht. Dann soll ich es wieder wie früher machen. Alle, ein guter Preis da ist, alles weg von der Ernte, bis auf den letzten Hänger, der dann ins Lager geht. Ich bin überlegen, ob ich das vielleicht so wieder mache. Und ich glaube, dann werde ich auch wieder so machen. Weil dann sind wir sonst immer gut mit gefahren. Ach du. Ah, ich weiß. So, muss. Abflug. So, Porsche Frontlader. So. Ich glaube, das geht nämlich einfacher so. So, jetzt einmal hier runtergefahren und schon kann es laufen. So. Das heißt, wir bleiben wir noch im Hänger drin sitzen, falls wir ein bisschen nachabhantieren müssen. Wäre dann wirklich, glaube ich, noch circa ein Hänger, den wir dann noch nacharbeiten müssen. Jetzt haben wir, und das haben wir schnell fertig. Lalalala. Zack, 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 zack. Na, komm. Bingo voll. Tusch. Zum Gelaufen. Tusch mal gerade den Trecker wechseln. Den schaffe ich jetzt den Deutz frei. Ne, das ist der verkehrte. Den brauche ich. Der kriegt halt eh jetzt so, als wie der kleine Sämchen da. Und das Schnurstracks direkt zum
Dings, da haben wir Glück, dass wir vielleicht schon mit die Dings ein. Eventuell schon im Laufe dieser Woche dann die zu Krümen bearbeiten können. Das wäre nämlich schon mega geil. Und dann kommen wir nämlich auf den nächsten Mähdrescher hin. So. Aber da muss doch kommen. Wir bleiben bei den großen Nachfragen. Und dann mal gucken, wie genau ich das mache. Also nur ein Teil wegbringe oder wie ich alles dann wegbringe. Natürlich auch wieder Blödes. Aber das ist erst noch so eine Überlegungssache. Wie die Zeit mit sich bringt. So. Lalalala, bist du fertig? Tatsache, bist fertig. Wunderbar. Auch natürlich wunderbar dann. Aber du musst jetzt leider noch ein bisschen Geduld haben, wo man gerade keine Arbeit für dich muss. Noch einen Moment warten. Ganz nachher da drüben im Feld einsehen. So. Nicht mal hier erstmal kleiner. Vorhin ist nämlich auch schon fast wieder vorbei. Leck mir im Arsch. Zeit fliegt wieder. Wie, ja, keine Ahnung. Alles Mögliche. Aber die Rüben kommen dann nächstes Mal auf jeden Fall hier heute streichen. Hier und jetzt und heute streichen. Wie habe ich noch im Lager? Ja, noch kein Hänger mehr. So. Das noch, das. Guck mal, dass ich jetzt direkt das Häckseldinge da umgekippt kriege, dass ich das wieder ankuppeln kann. Müssten wir natürlich überlegen. Ja, doch. Ich mach mir da noch einen Hänger mit dem Hackschützen. Hol ich mir wahrscheinlich die großen Bäume. Einmal verkehrt. So, komm. Na, lass mal anders. Wenn er geht, muss halt den gerade mal zurücksetzen. Na, komm, einmal gerade zurücksetzen. Ah, tatsächlich, wenn sowas ist. Geräte. So mal scheiß Ding einfach. Mann. Da, warte, zurücksetzen, ja. Oh Mann. Das hätte jetzt halt unbedingt sein müssen. Aber naja. Ich wollte hier auch noch am Update gucken, ne? Wie, ob das Flash Event jetzt schön animiert ist oder so. Naja. Müsst halt so. Laieieiei. Schlimmeres gerade noch so verhindert. Aber auch nur wirklich nur knapp verhindert. So, ein bisschen vorfahren hier. Wie lange das gut geht hier. Sonst muss ich halt, ja. So, einmal bitte. Alles. Nein, das war der Verkehrte. Den will ich rein. Oh meine Fresse. Muss ich auch mal hier hinten so dran. Ich hoffe, das funktioniert. Oh Mann, das funktioniert so wie ich will.
So. Dann würde ich sagen, lass mal laufen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut auch morgen wieder ein zu Let's Play Lamp Simulator 2015. Bis dahin. Ciao.